Stalingrad. 6 Millionen tote Deutsche, glaube ich, sind es. Sagt Ihnen das heute noch was? Ist das heute noch ein Thema? Eigentlich schon, ja. Das soll nie wieder passieren, sowas. Haben Sie in Ihrer Familie Geschichten noch dazu? Habe ich nicht, nur Erzählungen von meinem Vater, der allerdings nicht in Stalingrad war. Ja. Wirkt schon noch nach, auch heute noch. Absolut. Wir müssen viel tun, dass es nicht wieder passiert. Europa ist auf dem besten Weg dahin. Ja, im Fernsehen, was kommt da irgendwie Phoenix, irgendwie Reportagen oder N24, da muss Dokumentationen kommen über den Zweiten Weltkrieg, dann kommt das schon wieder ins Gedächtnis halt dann. Also. Ist in Ihrer Familie auch irgendwelche Erfahrungen noch aus dem Zweiten Weltkrieg? War das ein Thema? Ja, also mein Vater stammt ja aus dem Sudetenland, die sind ja auch Vertriebene halt dann. Also das war ja deutsche Ostgebiete halt dann und die sind ja auch dann nach dem Krieg vertrieben worden halt dann. Also, ja. Ja, und das war immer noch ein Thema, auch am Kaffeetisch oder so? Ach, mein Vater ist inzwischen auch schon seit 20 Jahren verstorben halt dann und das war jetzt weniger ein Thema halt dann als in der Familie halt dann. Also. Dankeschön. Bitte. Stalingrad, 6. Armee, ein Haufen erfrorene Lanzer und der General, wie hieß er gleich? Paulus, genau, der sich dann irgendwie fadenscheinig aus der Fähre gezogen hat. Also das war nicht so. Aber es war eine tragische Sache. Ja. Ist das heute noch ein Thema? Sollte es eins sein? Ja, mit Sicherheit. Das darf nicht vergessen werden. Diese tausende Toten und so weiter. Ja. Haben Sie in Ihrer Familie da auch Erfahrungen mit dem Krieg gehabt? Oder war das ein Thema? Ja, ja, sicher, Mann. Ich bin ja selber noch 44er während des Krieges geboren und viele Bekannte oder auch Verwandte, die waren selber in russischer Kriegsgefangenschaft und haben viel Leid ertragen müssen. Das ist ja gerade auch das Bild der Russen. Wir machen das hier für eine russische Fernsehdokumentation. Das heißt, die Russen wollen wissen, was die Deutschen heute über die Russen denken. Na ja, gut, ich meine, die Russen, die sind auch nicht freiwillig in den Krieg gezogen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, sowas ist immer verwerflich, so eine Auseinandersetzung. Also lieber auf Diplomatie bauen und Frieden. Also heutzutage tragen Sie den Russen auch nichts nach? Nee, um Gottes Willen. Die sind ja, wir waren ja die Aggressoren eigentlich. Also, aber es ist auf beiden Seiten sehr viel Leid geschehen und das soll sich nicht wiederholen. Vielen Dank. Bitte sehr. Bei mir sagt er noch viel. Inwiefern? Ja, Zweiter Weltkrieg, Wechsel im Krieg, viele Tote, viel Leid. Sie sagen, trauriges Kapitel. Ja, Sie sagen, Ihnen sagt er noch viel. Glauben Sie, dass er anderen heute nicht mehr so viel sagt? Ja, glaube ich. Ich glaube, den meisten Jungen, sagen wir mal unter 30, 40, sagt er nichts mehr. Nicht mehr viel. Sollte es heute noch mehr ein Thema sein? Finde ich nicht, nein. Ich glaube, irgendwann muss man mit der Geschichte auch mal abschließen. Es ist schlimm, was da passiert ist und ich finde es furchtbar traurig. Aber mit jeder Generation rückt es weiter weg und irgendwann, nach zwei Generationen, ist das genauso weit weg wie, ich sage jetzt mal, der Franzosenkrieg, Folgekrieg, der ist ja jetzt schon länger her, aber das ist für viele junge Leute genauso weit weg wie Stalingrad, glaube ich. Mit den Franzosen haben wir heute sehr gute Verhältnisse. Ja, eben. Ist das dann die andere Frage? Ist das noch eine Nachwirkung? Ja, ich glaube, das liegt auch an den unterschiedlichen Charakteren und an der unterschiedlichen Kultur dann. Wir haben doch mit den Franzosen, Italienern mehr gemeinsam als jetzt mit den östlichen Ländern. Glauben Sie, dass das Russenbild in Deutschland noch sehr vom Zweiten Weltkrieg geprägt ist? Nein, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist eher indirekt, ich sage jetzt mal Stichwort Russenmafia und durch solche Dinge geprägt, weil man doch weniger Kontakt hat als jetzt mit Frankreich. Denn viele junge Leute gehen ja auch nach Frankreich im Schüleraustausch. Und wer geht schon nach Russland für längere Zeit? Und ich glaube, das ist eine ganz andere Sache, ein ganz anderes Thema. Gut, dann danke ich Ihnen recht. Bitte schön. Dass Deutschland da den Zweiten Weltkrieg verloren hat, was die Ostfront betrifft. Ja. Ist es heute noch ein Thema? Sicher, auf jeden Fall ist es ein Thema. Heißt zwar nicht mehr Stalingrad, aber es ist ein großes Thema für Deutschland, nach wie vor.
Inwieweit ist Ihnen das Thema in Ihrem Blick, in Ihrem Leben denn noch weiter begegnet? Also gerade was die Schlacht angeht. Ja gut, das hängt halt mit der 5. Armee zusammen. Mit Pauli hängt das zusammen da, ja. Und natürlich auch mit den Personen, die dann in Gefangenschaft gekommen sind, die sie da in die andere Richtung ausgerichtet haben, die praktisch das russische Regime unterstützt haben und versucht haben, dass da deutsche Soldaten desertieren. Das ist auch noch bekannt, ja. Glauben Sie, das müsste heute noch mehr aufgearbeitet werden, das Thema? Eigentlich nicht. Das ist also passé, das ist so lange her. Da gibt es wenig aufzuarbeiten. Die Beziehung zwischen Russland und Deutschland ist ja gut, würde ich sagen. Da, das kann man vergessen da, ja. Glauben Sie auch nicht, dass das Russenbild heutzutage noch prägt, so diese Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg? Nein, das glaube ich nicht. Das ist passé, bitte. Dankeschön. Oh je, nicht so viel. Ich würde es eigentlich wissen, aber das Geschichte war nie mein Fach in der Schule. Ungefähr noch, wann das war? Oder? Oh, gar nicht. Ich hasse Geschichte. War immer schlecht. Weißt du was davon? Genauso viel. Genauso viel. Also auch nicht okay, mehr. Nee. Soll ich Ihnen mal ein kleines Stichwort geben? Okay. Zweiter Weltkrieg, große Wende an der Ostfront. Die Deutschen haben die erste große Niederlage eingesteckt gegen die Russen. Okay. Was haben Sie denn da so in Erinnerung für ein Bild vom Russen? Was sagt Ihnen der Russen heute? Oh je, da muss ich eine Weile überlegen. Muss ich echt eine Weile überlegen. Also Sie haben heute keine besondere Meinung zu Russen oder so? Nö. Wurde richtig als Unmenschen dargestellt. In Deutschland. Ja, also ich meine, für mich ist jeder Mensch irgendwo gleich, egal welche Hautfarbe, wo er herkommt oder sonst irgendwas. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber das gibt's, finde ich, in jedem Land. In jedem Land gibt's Ausnahmen. Es gibt blöde Deutsche, es gibt blöde Russen, also da mache ich eigentlich keinen Unterschied, jetzt nur vom Land her. Ja, okay, bitte. Also, Stalingrad war eine große Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Okay. Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, wo die Russen die Deutschen zum ersten Mal geschlagen haben. Sag ich doch irgendwas mit Politik. Irgendwas mit Politik. Ist Ihnen da noch irgendwas in Erinnerung? Eigentlich nur... Nur Politik. Eben Stalin. Und das ist von den Russen irgendwie der Politiker gewesen. Oder sowas. Stalin war ein Politiker. Genau, Stalingrad war eine Stadt, die nach ihm benannt wurde. Aha. Und da ist eben eine große Schlacht stattgefunden. War das in der Schule irgendwie ein Thema? Also wenn, dann habe ich geschlafen im Unterricht. Okay, danke schön. Ich danke. Keine Ahnung, gar nichts. Gar nichts? Nein. Irgendwie aus der Schule oder so, Geschichtsunterricht? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein. Große Wende im Zweiten Weltkrieg. Das erste Mal, dass die Russen gegen die Deutschen gewonnen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Stalingrad, genau. Eine große Mauer. Nein. Stalingrad, oh Gott, keine Ahnung. Also natürlich, ich kenne es, aber wenn Sie mich jetzt gerade so spontan fragen, denke ich halt an die Schule zurück. Ja, was haben Sie in der Schule denn über Stalingrad? Oh, keine Ahnung. So ganz grob. Ich habe keine Ahnung, es tut mir total leid, es ist ja total peinlich. Zweiter Weltkrieg? Ja. Das wissen wir noch. Ja, und Geschichte halt. Zweiter Weltkrieg, Geschichte, Deutschland gegen Russen. Genau, ja, so ähnlich, aber mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Alles klar, danke. Also mit Krieg verbinde ich immer unangenehme Gefühle, sehr unangenehme. Und eigentlich beschäftige ich mich auch nicht gern mit dem Thema. Man sollte aber immer sich dessen bewusst sein, dass sowas ja nie wieder kommen darf. War es bei Ihnen in der Familie auch früher immer mal ein Thema? Ja, natürlich bei meinen Großeltern, auf jeden Fall. Ich habe es mal gehört, aber ich kann dazu jetzt nichts Genaues sagen. Kannst du ungefähr einordnen, historisch, wann das war? Nee, du? Nee. So, Zweiter Weltkrieg, große Schlacht zwischen Russland und Deutschland. Haben Sie das in der Schule mal gehabt? Ja, bis vor einem Jahr, vor 2 Jahren hatten wir das, glaube ich, Zweiter Weltkrieg, ja, haben wir durchgenommen. Aber ist nicht so besonders hängen geblieben? Nee, nicht so, leider. Ich setze mich da nicht so mit auseinander. Kann ja nicht jeder alles wissen. Ja, danke schönen Tag.